Ich möchte fragen, Frieden schaffen ohne Waffen? Ist das eine Aussage mit einem Fragezeichen oder mit einem Ausrufungszeichen? Ich möchte einige Informationen geben, die vielleicht hilfreich sind, einen Stützpunkt zu finden. Seit 1990 wird die Bundeswehr zu, wie sie es nennt, friedenserhaltenden und friedenssichernden Maßnahmen im Ausland eingesetzt. Im letzten Jahr war die Bundeswehr mit 3.605 Kämpferinnen und Kämpfern in 16 Auslandseinsätzen beteiligt. Die Terroranschläge des 11. September 2001 in den USA gaben den Anstoß zum sogenannten friedenserzwingenden Einsatz in Afghanistan. Unter Führung der NATO wollten 130.000 Kämpfer aus 51 Nationen Afghanistan von den Taliban befreien. Das Ergebnis ist bekannt. Bisherige Bilanz: 54 getötete Bundeswehrsoldaten, Opfer der Zivilbevölkerung 70.000 nach UN-Zählung, tatsächlich weit über 110.000 nach Angaben einer internationalen Ärzteorganisation. In dieser Statistik sind auch die mehr als 100 Opfer enthalten, die 2015 bei einem Luftangriff auf einen havarierten Tanklastzug ums Leben kamen. Der Lufteinsatz wurde vom Bundeswehroffizier Klein befohlen. Nach seiner Rückkehr wurde Klein zum Brigadegeneral befördert. Ja, aktuell gehen in Afghanistan mehr Mädchen in die Schule als je zuvor. Ja, es wurden Brunnen gebaut und die Infrastruktur verbessert. Doch es zeigt sich eine deutliche Asymmetrie zwischen den Ausgaben für das Militär und für den Ausgaben für den zivilen Ausbau. Experten schätzen die Gesamtkosten der deutschen Beteiligung am Afghanistan-Krieg zwischen 18 und 33 Milliarden Euro. Die USA investierten bisher 700 Milliarden US-Dollar in den Einsatz in Afghanistan. Damit hätte man vermutlich in jedem Dorf in Afghanistan ein Krankenhaus, eine Schule und Infrastruktur installieren können. Tatsächlich wurden etwa nur 5-10% der Militärausgaben für den zivilen Zweck investiert. Soweit das Beispiel Afghanistan. Szenenwechsel. Wir sind in Königswinter bei Bonn in der Akademie Forum Ziviler Friedensdienst und ich lese eine kurze Aussage der jungen Afghanin Fakunda Assisi. Sie sagt: Wo immer Konflikte überhand nehmen, müssen wir nach praktischen Lösungen mit friedlichen Mitteln suchen. Ihr Kollege Ahmad Nawid ergänzt: Diese Ausbildung hier hat mich verändert. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn sich in unserem Land wirklich etwas verändern soll. Die Akademie im Forum Ziviler Friedensdienst ist ein professioneller Lernort für Friedensarbeit. Seit mehr als 15 Jahren werden dort Fachkräfte für die internationale Friedensarbeit ausgebildet. Sie kehren in ihre Heimatländer zurück und leisten dort eine nicht ungefährliche Arbeit bei der Überwindung von Krieg und Gewalt. Der Zivile Friedensdienst ist am Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit angedockt. Der Jahresetat beträgt beachtliche 45 Millionen Euro. Der Etat des Bundesministeriums für Verteidigung beträgt aktuell 37 Milliarden. Das heißt, die Bundesregierung investiert 830 Mal mehr in die Bundeswehr als in die Friedensarbeit. Eine internationale Studie zeigt, dass jeder Dollar, der in Friedensmaßnahmen investiert wird, die Kosten eines Konflikts um 16 US-Dollar reduziert. Das Schlüsselwort heißt Prävention. Es gilt, Konflikt von morgen heute zu erkennen und mit geeignetem Personal und ausreichenden Mitteln dagegen zu handeln. In Afghanistan sind einmal 15 Friedensfachkräfte für das gesamte Land zuständig gewesen. Wir gehen nach Hamburg in eine Schule.
In einer Schülerdiskussion zum Thema sagt ein Schüler, wenn der Krieg erstmal angefangen hat, gibt es keine wirkliche Lösung. Wir können nur sehen, dass die alten Wege zum Frieden viele Schwächen haben und wir neue brauchen und suchen müssen. Das heißt, Kriegsursachen gar nicht erst aufkommen lassen und den Frieden stabilisieren. Ich glaube, dieser Schüler hat die Situation richtig erkannt. Bleiben wir noch einen Moment beim Thema Schule. Im Schuljahr 2014 warb die Bundeswehr mit 8.100 Vorträgen und Einladungen zu Veranstaltungen vor fast 140.000 Schülern für ihre Organisation. Sie gab dafür 30 Millionen Euro aus. In Bayern fanden mehr als 350 Veranstaltungen dieser Art statt. Eine davon an der staatlichen Berufsschule Fürstenfeldbruck. Mein Appell, und damit möchte ich schließen, die Bundeswehr hat im Sinne des Wortes in den Schulen nichts zu suchen. Im Gegenteil, in den Lehrplänen unserer Schule gehört das Unterrichtsfach Friedenserziehung. Denn Frieden will gelernt sein.